Ja, wir sind jetzt nochmal im AKA Livestream und haben nochmal einen Interviewpartner, und zwar Herrn Privatdozent Dr. Kösters aus der Arbeitsgruppe aus Münster. Und wir möchten über das Thema Kreuzbanderhalt und da speziell nochmal über das Ligamiss-System sprechen. Das ist ja inzwischen 8 Jahre auf dem Markt, das heißt, es ist wirklich nichts mehr ganz Neues. Und dementsprechend wäre die spannende Frage für mich wirklich, du als einer auch derjenigen, die da sehr nah dran waren, was haben wir jetzt so in den 8 Jahren erwartet oder wie hat sich das System innerhalb der 8 Jahre bewährt? Ja, ich muss sagen, ich kann ja jetzt seit 2013 überblicken, wo wir in Münster mit Deutschland angefangen haben. Und ich muss sagen, es hat sich zumindest also bewährt, das muss ich schon ganz klar sagen. Wir waren am Anfang vielleicht etwas zu euphorisch, haben dann erstmal in der Euphorie alle Patienten, die frisch mit einer VKB-Ruptur kamen, auch damit versorgt, sind dann aber auch kritischer geworden und haben das Ganze natürlich wissenschaftlich begleitet und da schon durchaus sehen können, dass wir gleichwertige Ergebnisse erzeugen können mit dieser primären Kreuzbanderhaltung im Vergleich zum Kreuzbandersatz. Du hast schon im Nebensatz erwähnt, ihr habt am Anfang alle Patienten versorgt. Das impliziert so ein bisschen, dass ihr auch schon für euch zumindest erarbeitet habt, welche Patienten sich am besten für das System eignen. Wie ist das aus deiner Sicht? Ja, es scheint so zu sein, dass Patienten, dass man vorsichtig sein muss mit Patienten, die unter 24 Jahren, also ganz junge Patienten um die, also Anfang 20 letztendlich, mit einem sehr hohen Tegner-Score. Die sind anscheinend sehr gefährdet, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, das gilt natürlich für Kreuzbandrekonstruktion ähnlich. Die haben halt höhere Rupturraten. Wir entscheiden ja immer erst intraoperativ, ob wir diese Technik überhaupt anwenden. Und da ist es ganz klar entscheidend meines Erachtens, wie ist die Rupturform? Ist das ein völlig zerfetztes Kreuzband? Dann kann man das vielleicht technisch irgendwie nähen. Die Ergebnisse werden aber nicht so gut sein, bin ich überzeugt. Wenn wir ein oder zwei Bündel haben mit einem guten Synovialschlauch und eine Festigkeit auch der Struktur des Bandes, dass man bei der Naht fühlen kann richtig, dann bin ich überzeugt, dass man damit gute Ergebnisse erzielen kann. Das heißt vor allem die femoralen Abrisse quasi dann, die Avulsionen, die aber ja relativ häufig sind. Seitdem wir da genauer auch auf die Rupturformen schauen, da sehen wir doch, dass eine typische Verletzung ist. Von Kritikern wird häufig immer dieses doch relativ massive Implantat im Tibiakopf, was natürlich auch eine große Bohrung dort, die ja auch ganz leicht extra anatomisch ist, angeführt als ein Gegenargument, gerade wenn man in Richtung danach folgende Ersatzplastik denkt. Habt ihr damit Erfahrung? Wie ist da deine Meinung dazu? Ja, ist richtig. Also für uns war das auch am Anfang natürlich genauso. Wenn wir das ersten Röntgenbilder gesehen haben, haben wir eine Riesenschraube gesehen und auch so ein bisschen uns erschrocken. Aber je länger ich das mache, desto weniger Probleme habe ich eigentlich mit dieser Größe der Schraube. Man muss ja auch sagen, wenn man eine VKB-Rekonstruktion macht, bohrt man ja teilweise auch einen 10er-Tunnel, aber komplett durch, der einem dann natürlich auch bei einer Revision Schwierigkeiten machen könnte. Aber ganz klar, man muss aufpassen, wenn man diese Technik macht, dann muss man in der Operation sehen, wie viel Abstand habe ich von dem Ende des Monoblocks bis zum Gelenk, also bis zum Kreuzbandansatz. Und da sollte es schon so sein, dass wir eigentlich um die 2 Zentimeter noch Platz haben für eine mögliche Revision, zumal wir ja auch mit der Schraube leicht extra anatomisch liegen. Und wenn diese Schraube direkt unter dem Kreuzband enden würde und wir den neuen Kanal setzen würden, hätten wir konfluierende Tunnel und das würde dann die Revision sicherlich erschweren. So ist es aber, wenn man darauf geachtet hat, eigentlich kein Problem, eine primäre Revision genau wie ein primäres Kreuzband zu operieren. Also eine inzwischen ganz differenzierte Betrachtung auch vieler kleiner technischer Details, die wie wir bei allen Operationstechniken sehr wichtig sind. Ein abschließendes Wort zur Rehabilitation. Wie unterscheidet die sich vielleicht in 1 bis 2 Sätzen von der klassischen VKB-Plastik? Ja, da muss man sagen, das ist schon relativ aggressiv, wenn man das Wort wählen will. Wir haben letztendlich, außer wir haben Begleitverletzungen, keine Orthesen-Nachbehandlung, sondern wir, außer die ersten 5 Tage, da lassen wir sie eben in der Mekronschiene, in der Streckstellung. Und dann fangen wir eigentlich direkt mit der Belastung an und auch mit freier Beübung, sodass das schon relativ früh funktionell ist. Und da haben wir in unserer randomisierten prospektiven Studie gesehen, dass das vielleicht für normale Kreuzbandpatienten zu schnell sein kann. Für die Ligamisspatienten macht es Sinn, aber teilweise muss man die Patienten, gerade wenn sie sehr jung sind und ambitioniert sind, doch teilweise bremsen, damit die nicht zu früh zu viel Gas geben.
Wobei, wenn ich so die Historie der Empfehlungen auch der Firma Mattes, die das produziert, überblicke, dann war ja am Anfang die Idee dieser noch aggressiven Reha durchaus auch Konzept und es geht eher ein bisschen die defensive Richtung. Ist das richtig? Ja, sehe ich genauso. Also da sollte man vorsichtig sein. Also ich glaube, es kommt dann nicht darauf an, dass die Patienten nach 6 Monaten wieder auf dem Platz stehen, sondern die müssen diese kritische Phase um 12 Monate überstehen und dann dauerhaft ein stabiles Knie haben. Das sollte das Ziel sein. Und wir in Münster empfehlen auch ganz klar, dass die Patienten eigentlich frühestens nach maximal 9 Monaten, je nachdem wie gut die Muskulatur und so weiter ist, wieder auf den Platz gehen. Also eigentlich eher ein Jahr nach der Operation. Also dann doch diese Kenngrößen relativ wie die konventionelle Kreuzbandplastik. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche auch dir noch einen schönen Kongress. Ja.